Gleich zweimal an einem Tag muss sich Putin-Gegner Alexei Nawalny vor Gericht verantworten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert die sofortige Freilassung von Nawalny. Der Oppositionspolitiker muss wegen angeblichen Betrugs für rund 2,5 Jahre hinter Gitter. Russland weist die Forderung des Westens zurück und verbittet sich jegliche Einmischung in innere Angelegenheiten. Und so ist der Ausgang der heutigen Berufsverhandlungen schon im Vorfeld klar. Nawalny muss ins Straflager. Christoph Wanner berichtet. Willkür politisch motiviert. Die westliche Kritik an dem Urteil der russischen Justiz verhallt. Oppositionspolitiker Alexei Nawalny muss wegen angeblichen Betrugs ins Straflager. Russische Lager sind von Sperrringen umgeben. Kameras, Bewegungsmelder, Hunde sollen eine Flucht unmöglich machen. Im Inneren der Straflager herrscht relativ große Bewegungsfreiheit. Die Gefangenen leben nicht in Zellen, sondern in sogenannten Baracken. Gleich neben dem Fernsehzimmer sind die Toiletten und die Schlafräume. Sie sehen, hier gibt es keine Zellen. Die Männer, die sich jetzt ausruhen, hatten gerade Schichtende. Es steht ihnen eine Pause zu. Arbeiten ist in Straflagern Pflicht. Köche, Elektriker, Näher. Die Insassen müssen die Haftanstalten weitgehend selbst am Laufen halten. Der Strafvollzug gilt als Staat im Staate. Wer nicht spurt, muss mit Gewalt rechnen. Menschenrechtler und Journalisten veröffentlichen immer wieder Videos, die Misshandlungen zeigen. In so einem Umfeld wird Alexei Nawalny mindestens die nächsten 2,5 Jahre leben müssen. Die Lage des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny könnte sich schon bald weiter verschlechtern, denn es laufen neue Ermittlungen wegen angeblichen Betrugs. Nawalny soll Spendengelder veruntreut haben. Sollte es in diesem Fall, wie erwartet, zu einem Prozess kommen, drohen dem Putin-Gegner zusätzlich 10 Jahre Straflager. Wie lange Nawalny letzten Endes im Straflager sitzen wird, hängt ausschließlich vom Kreml ab. Und dort hat der Oppositionspolitiker schon lange keine mächtigen Fürsprecher mehr.